So, um den Körper hier praktisch in der Mitte auseinanderzuschneiden, würde ich den Boolean Modifier verwenden. Dazu nehmen wir einfach mal ein neues File. Shift A, Monkey, RX90. So, dann gehen wir gleich mal hier rein. Ansicht von vorne. So, dann geben wir dem mal einen Subdivision Surface. So, okay. Ja, dann nehmen wir den Würfel. Den mache ich jetzt etwas größer. S2. Und dann schiebe ich ihn hier mit gedrückter Control-Taste genau über die Mitte. Shift D. X, gedrückte Control-Taste, bis er wieder hier genau über die Mitte geht. Okay, das war's. Mehr brauchen wir jetzt nicht zu tun, außer diesem Objekt hier den Namen. Ja, eigentlich ist es die linke Seite. Linke Seite. Und der andere kriegt hier rechte. Hoppla, Seite. So. Also, das ist der Cube. Wir gehen in den Modifier-Reiter. Add Modifier Boolean. Hier wählen wir den Monkey. Und bupp, haben wir schon die eine Hälfte. Jetzt gehen wir auf die andere Seite. Add Modifier Boolean. Monkey. Zack, haben wir die andere Seite. So, wenn wir jetzt hier auf Apply gehen, dauert es ein bisschen und beim anderen auch, auf Apply, dann haben wir hier unsere beiden Hälften. Ziehen wir jetzt hier mal ein bisschen raus. So, und die andere Seite. Ziehen wir auch ein bisschen raus. So, dann schauen wir es mal von oben an. Setzen wir hier einfach mal den Cursor hin. Na, das viel. Ja, so sieht man natürlich nicht viel. Environment Lighting. Punkt 5. Schauen wir mal. So, es gibt hier eine geschlossene Fläche und es dürfte wahrscheinlich in etwa das sein, was du haben willst. Ansonsten einfach nochmal fragen.